Willkommen zurück zum wunderschönen Yoshi's Crafted World. Ich habe aus einer Laune heraus mal wieder eine Yoshi gewechselt. Ab und zu kann man das ja mal machen. Und der sieht eigentlich ganz nett aus. Vor allem für das Level, das jetzt ansteht, passt der perfekt. Denn, ja, der Klimawandel zeigt sich hier ganz deutlich. Wir haben ein Level, da geht's um tropische Strände und 10 Meter daneben arktische Kälte. Schlitterpartyinsel, auf wie geht's. Was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe? Also jetzt generell und auch was die Yoshis angeht. Würde mich mal interessieren. Kommt natürlich auch immer auf die Tagesstimmung an. Manchmal lieber schwarz. Obwohl für Designobjekte, für Möbel und so, finde ich schwarz eigentlich ganz hübsch. Auch wenn man die dauernd abstauben muss. Aber ansonsten, wenn es mir um die reine Buntheit geht, boing, dann finde ich eigentlich rot am hübschesten. Boah, was für ein Tempo! Darf ich das nochmal machen? Das ist mega spaßig. Yay! Wow, cool. Geht ja richtig ab. Ich schätze mal, dass das Wasser hier wieder tödlich ist. Im Strandlevel hat es nicht wirklich Sinn gemacht. Aber hier kann ich mir vorstellen, dass es eisig kalt ist. Und wie die Affen verwandeln sich auch die Pingus nicht in Eier, sondern man kann sie wieder ausspucken. Das hat Vor- und Nachteile. Und ein Nachteil ist, dass sie nicht sofort vernichtet sind. Ach, das ist ja gar kein Eis. Da kann man nicht rutschen. Wie komme ich denn da oben hin? Oh, vielleicht mit diesen fallenden Eiszapfen. Ah. Oh, die machen ein hübsches Geräusch, wenn man drauf rumläuft. Finde ich aber witzig, dass die Sachen immer nach Karton oder sonstigen Bastelmaterialien klingen und nie nach dem, was sie darstellen sollen. Das ist schon clever. Hey du, komm mal her. Dann verschwende ich schon kein Ei, wie der da abgeprallt ist. Ich will da hinten hin. Das sieht so offen und frei aus. Und vor allem gibt's da keine Eiszapfen, die mir den Schädel spalten können. Uah, die lassen sich aber auch Zeit. Na gut, die Idee haben sie jetzt so ein bisschen aus New Super Mario Bros. Geklaut, aber das lasse ich mal durchgehen. So fallende Eiszapfen kommen immer gut. Das da hinten könnte ein Kunstgewerk sein. So ein niedlicher Eisbärschädel, den man sich als Souvenir in die Wohnung hängen kann. Das will der Barrikarton sicher haben. Juhu! Auch wenn der hier so sorglos rumsteht, tut mir echt leid, dass ich dir die Party versauen muss. Hey! Du siehst aber gar nicht fröhlich aus. Fängst du nix? Kann ich dir irgendwie helfen? Dem muss doch zu helfen sein. Komm, wir schmeißen mal den Pingu da rein. Das hat's irgendwie nicht gebracht. Und hier ist noch so ein komischer Wackelpudding! Angelt er das jetzt da raus? Ja, wie cool ist das denn? Keine Ahnung, warum er sich jetzt so freut, weil satt wird er davon nicht. Aber ich freue mich. Coole Idee. Huch, noch ein Eisbär. Diesmal am Stück. Eisbär am Stück. Der rutscht doch bestimmt auch in die andere Richtung, wenn ich jetzt dieses Ding hier so wippe, oder? Ja. Nein, das ist mein Tod. Also diese mit Folien bespannten Oberflächen, die sind tatsächlich rutschig wie Eis. Da muss man sehr aufpassen. Das ist richtig cool, das Level. Das gefällt mir super gut. Oh. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Ich schätze mal, ich stelle mich auf diesen Bär hier drauf. Ach so, warte mal, der muss erstmal in die andere Richtung rutschen. Und dann kann ich mich ducken? Nein, kann ich nicht? Okay, dann geht's wohl nur darum, den Bär einfach nur hier wegzulocken und dann selber reinzulaufen. Yep. Alles halb so kompliziert. Ja, eine Pingu-Familie wohnt hier noch drin. Und diese Eimerchen mit den aufgemalten Tieren, das ist ja wohl niedlich bis zum Erbrechen. Okay, Checkpoint ist, glaube ich, sogar der erste. Wie sieht's denn aus? Also die 100 Münzen für die eine Grinseblume habe ich jetzt schon voll. Aber erst 4 von 20 roten Münzen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Hey, wen haben wir denn da? Unseren guten Freund Xillebo in Ballform. Kann ich den kaputt machen? Nein. Aber sieht fast so aus, als könnte man den mit ein bisschen Geschick in diesen Schwimmreif da rein buxieren. Ich lasse ihn mal so richtig viel Schwung holen. Ja, ja, und ich bin schon wieder down. Aber es hat funktioniert.
Jetzt ist nur die Frage, bleibt das gespeichert oder muss ich es nochmal machen? Ich muss es nochmal machen. Vielleicht kann ich den ja auch rollen. Ja, okay. So gestaltet sich das wesentlich einfacher. Ja, hat jetzt aber nur irgendwie nichts gebracht. Ich dachte, da erscheint eine Blume. Nein, ich kann auf dem balancieren wie ein Zirkusartist. Juhu! Also das gefällt mir wirklich super, was sie hier schon wieder alles rausballern. Das ist gar nicht so einfach. Lass mich mal in der Mitte von dem Ding landen. Also sobald man da drauf steht, dann kann man sich gar nicht mehr bewegen. Jeder Schritt führt automatisch zu einer Bewegung. Und genau das hat es jetzt auch hier ausgelöst, dass ich mich total verschätzt habe, dem Fisch auszuweichen. Sind da Rote dabei? Juhu! Immer her damit. Ja, die Vögel lassen sich seit dem einen Level nicht mehr abschießen. Ist auch ganz gut so. Kommt ein bisschen Abwechslung rein. Und der Krebs hier mit der Wäscheklammer. Davon gibt es ganz viele. Sieht fast so aus, als könnte man... Boah, jetzt komme ich nicht von dem Ball runter. Als könnte man den Krebs da entfernen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkomme, weil ich mich auf dem Ball ja nicht bewegen kann. Ich glaube, ich mache das lieber von hier. Ja. So, schaffe ich das jetzt? Nein! Da will ich ihn einmal nicht sofort töten und dann passiert's doch. Ja gut. Machen wir hier mal eine Stampfattacke. Das funktioniert nicht. Dann hat's doch was mit dem Krebs zu tun. Ich muss Eier finden. Wir brauchen mehr Eier. Da hat's auch welche. Jetzt kehre ich nochmal an die Stelle zurück. Weil der Wal sieht auch so traurig aus. Der ernährt sich nur von ganz kleinen Krebschen und Krill. Und so ein Riesending hier, das kann er doch nicht gebrauchen. Da ist er glücklich. Moment mal. Ich will jetzt aber nicht nach oben geblasen werden. Ah, sehr gut. Sehr gut. Jetzt kannst du wieder. Lass mich mal da durch. Hui. Das war wieder eine Rutschbahn. Was ist das da hinten eigentlich? Styropor? Ja, jetzt erkenne ich es erst. 1A Styropor ist das. Was bist du für einer? Bist du freundlich oder feindlich gesinnt? Ups. Tja, ich befürchte... Das hat niemand gesehen. Keine Zeugen, kein Verbrechen. So einfach ist das. Naja, eigentlich sind sie ja eher nützlich, weil ich dadurch an die ganzen Goodies rankomme. Deswegen lasse ich die jetzt auch mal freundlicherweise am Leben. So, was auf Zeit. Was gibt's zu tun? Pinguine abdotzen. Ach, die Münzen sind's, was ich brauche. Ja. Und... Das war's. Konnten mich nicht austricksen. Wie sie es sonst so gerne tun. Was stellt ihr denn für komische Monster da? Walrosse? Und die Zähne fallen aus? Auch Walrosse müssen regelmäßig zum Zahnarzt. Sonst passiert sowas. Ups, da oben kann man gar nicht stehen. Lass mich mal noch da unten reinlinsen. Wenn du nichts dagegen hast, Pinguin. Sonst gab's hier nichts jetzt? Nur so ein paar Münzen? Wirklich? Ich guck lieber dreimal nach. Manchmal findet man dann doch noch was. Uppa. Oh ja, Herzen. Wenn ich die jetzt nicht nochmal verlieren würde, das wäre natürlich grandios. Oh nein, ich muss schnell sein. Nicht, dass mir das Zeug ins Wasser rutscht. Aber so fies sind sie vielleicht gar nicht. Juhu. Immer voll in die Pinguine rein. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, schon verschnarcht. Und doch noch geschafft. Also immerhin die Blumen voll. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also, was den Rest angeht, irgendwie nicht so. Delfinchen auch noch. Also hier leben wirklich alle möglichen Arten von Tieren. Ist das nicht hübsch? Und dann fehlen mir also noch 5. Tja. Aber Blumen zu finden und Herzen zu behalten, das ist schon mal kein schlechter Anfang. Und das Level ist so genial gemacht. Ich habe bestimmt noch gar nicht alles gesehen, deswegen kehre ich da gern nochmal hin zurück. Das werde ich allerdings off-cam machen. Und wenn ich es gefunden habe, sehen wir uns wieder. Ich glaube, die Welt besteht sogar nur aus 2 Leveln. Yep, das war's schon. Naja, vielleicht haben wir ja Glück und der Barrikarton hat deswegen auch nur so 4, 5 Sachen, die er mir aufdrückt. Das können wir eigentlich gleich mal schauen. Wie ich es einfach nie finde. Nee, okay, er hat 6.
Ja, also gut. Jetzt aber erstmal die roten Münzen finden. Hey du! Oh, die haben tatsächlich welche in der Hand. Waren das so viele, dass es reicht, um die restlichen 5 aufzufüllen? Naja. 2 Stück noch. Aua. So merkwürdig, dieser Bereich. Verstehe. Ah! Das Geschenk habe ich ja ganz vergessen. Das ist auch nochmal eine. So, jetzt wird's kompliziert. Wo könnte denn noch eine einzelne Münze sein? Hat's was mit diesem komischen Fisch hier auf sich? Nein, das ist einfach nur ein toter Fisch, der da merkwürdige Gerüche verbreitet. Ich habe mich auch unter diesen ganzen Eisbären umgesehen. Aber irgendwie ist das auch nicht des Rätsels Lösung. Also da hoch komme ich nicht. Und jetzt bin ich dann auch schon gleich wieder am Ende angekommen. Es fehlt immer noch eine Münze. Wo kann sie nur sein? Jetzt habe ich blöderweise auch kein Ei, um den Pinguin da hinten abzuballern. Habe ich aber, glaube ich, vorhin schon gemacht, oder? Boah, ja, hilft nichts. Muss ich halt nochmal durchlaufen. Vielleicht habe ich auch einen dieser Pinguineimer übersehen. Zumindest hoffe ich das. Oh. Yep, das ist sie. Ganz billig versteckt. Über einer dieser Plattformen. Ja, das ist... Da guckt man wirklich nicht nach. Beim ersten Mal durchgehen. Erst wenn man dann so langsam Panik bekommt. Und sich wirklich überall nochmal umsieht. Dann findet man das. Oder halt durch Zufall. Wenn man über die Pinguine drüber springt. Dann findet man es mehr oder weniger... Von selbst, automatisch. Aber ich schleck die Dinger ja immer auf oder mach sie kaputt. Der Hintergrund ist auch so nice gemacht. Das ist wie Aurora Borealis. Diese Tücher, die da so aufgehangen sind. Ja, in das Level kehren wir gleich nochmal zurück. Nämlich auf der Rückseite. Um die Schnuffelchen zu finden. Vorher... Schaue ich aber mal, was es im Kaugummiautomaten zu finden gibt. Aha, Xillibo mit Schwimmreifen, ein Wal und viele andere kleine Utensilien. Wieder mal die Überraschung verdorben. Einmalig kostenlos, das ist ja super. 200 Münzen gespart und apropos 200 Münzen, es ist wieder teurer geworden. Was kriege ich? Was ist das denn? Sternenvorhang. Okay. Das kann man am Strand benutzen, um sich vor den Blicken fremder, neugieriger Menschen zu schützen, während man sich die Badehose anzieht. Ach so, nein, warte, ich will doch alle auf einmal. Hey, es ist aber das goldene Ei. Da habe ich mal richtig Glück bewiesen. Da wird man ja wahnsinnig, wenn man die alle einzeln rauslässt. Strand-Xillibo. Ultra selten. Wisst ihr was? Den ziehe ich jetzt an. Der sieht so neckisch aus. Das muss sein. Okay, jetzt aber. 1600 Münzen weggeballert. Macht aber schon ein sehr zufriedenstellendes Geräusch, das alles. Und da haben wir den Pinguin. Wie kreativ. Den Tropendeckel. Da haben wir jetzt schon einige Variationen von. Eine Palme mit dem Krebschen drauf. Ein Wal. Aber nicht der Hübsche aus dem Eislevel. Polystyrol-Schachtel. Einfach nur so billig. Nicht mal angemalt oder irgendwas. Einfach nur Styropor-Dingens. Spaß-Piratenschiff. Was ist denn daran so spaßig? Ein Bötchen. Und zu guter Letzt der Oktopus.
Habe ich mich noch gefragt, ob das wirklich Oktopusse sind. Aber anscheinend habe ich da recht behalten. Vollständig, juhu! Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, Schnuffelchen jagen, stimmt. Ich war so excited über mein neues Kostüm. Wie viel Zeit habe ich denn? 3 Minuten 30 mal wieder. Im letzten Level habe ich es verkackt, weil ich mich in einem unnötigen Bereich umgesehen habe. Und generell neige ich etwas zum Trödeln, weil das Zeitlimit normalerweise wirklich kein Problem darstellt. Auf geht's in die Schlitterparty. Runde 2. Was habe ich da eigentlich vorne dran? Ist das eine Pfeife? Bin ich ein Bademeister? Sieht fast so aus. Von hinten sind die Delfine gelb. Zu viel Zitronen gegessen. Die Pinguine sind alle wieder zurück. Die Population hat sich erholt. Da kann Yoshi nichts dran ändern. Oh, die Pinguine sind aber auch so viel angenehmer in diesem Spiel als jetzt zum Beispiel die Affen. Ach so, stimmt. Das ist genau immer noch gleich. Man kann immer noch nicht drauf stehen. Wo ist jetzt hier das erste Schnuffelchen? Ich höre gar nichts. Wenn ich natürlich die nicht finde, dann brauche ich mich auch nicht um das Zeitlimit kümmern. So viel ist klar. Da höre ich das erste. Warte mal, das versteckt sich da drunter. Ja, cleveres Kerlchen. Schlaues Mädchen. Was steht denn da hinten für eine riesige Kühlbox rum? Styroporbox. Ja, das sieht ganz interessant aus. Will jetzt aber natürlich nicht damit rumspielen. Oder soll ich mal? Aha, so erkennen wir die Mechanik, die dahinter steckt. Wie das aussieht, wie der Kopf wackelt von meinem Kostüm. Xillebo auf Xillebo Action. Und da höre ich das nächste, was Spaß hat mit Fontänen. Spaß mit Flaggen gibt's hier nicht, aber Spaß mit Fontänen. Yoshi sieht wirklich aus, als müsste er jeden Moment da runterfallen. Zum Glück kann das nicht passieren. Eine Robbe! Mit sehr kindlicher Bemalung. Obwohl ich es wahrscheinlich auch nicht besser hinkriegen würde. Mit Filzstift auf Styropor. Schnuffelchen! Ist das eigentlich das blaue Zeug, aus dem der Eisbär bestanden hat? Ist das... Ups, ich glaube, hier ist die Sackgasse. Naja. Ist das Schwamm? Sieht auf jeden Fall sehr schwammig aus. Das Gute ist, da man eh so schnell unterwegs ist, kann man sich von den Eiszapfen nicht erschlagen lassen. Und da hängt das Letzte. Es hat ganz eisige Pfoten jetzt. Erstmal ins Warme und Trockene. Aber ganz schnell. Sonst kriegt es noch eine Erkältung. Die Mutter kriegt es aber auch nicht hin, die Kleinen unter Kontrolle zu kriegen. Immer reißen sie aus. Und... Weg mit dem Pinguin. Die beste Strategie ist schon, durch das Level durchzurauschen und einzig und allein auf die Geräusche zu hören, auf das Bellen. Ich versuche zwar immer noch nebenher das ein oder andere Kunstgewerk auszumachen, zumindest um was es sich dabei handeln könnte, damit ich nachher nicht nochmal komplett von vorne anfangen muss, um zu suchen. Haben wir dafür eigentlich noch Zeit? Also ein, zwei würde ich jetzt gerne schon noch hier reinmachen, damit ich mir das wieder so gut aufteilen kann über mehrere Parts. Ich brauche Utensilien, aber wo waren sie noch gleich? Ach ja, Heiß-Kalt-Inseln, Mann. Los geht's. Ich benötige Folgendes. 5-mal Becherbär. Becherbären lieben Kälte und ihr Eis schlecken sie am liebsten aus dem Becher. Einfach mit einem Ei abwerfen, Alter. Okay, dann geht's mit der Kaltwelt los. Das ist ja ungewöhnlich. Völlig out of order. Ja, der ist leicht zu finden. Zumindest einige davon. Und einer befindet sich unter einem Pinguin. Das ist mir schon aufgefallen vorher, als ich nach der roten Münze gesucht habe. Haha, richtig fies. Ich glaube, der erste war hier ziemlich fies versteckt. Doch nicht? Aber so eine ähnliche Stelle, wo man nur so halb in den Hintergrund gucken konnte. Da ist die Stelle. Bärchen Nummer 1. Oh,
Den habe ich jetzt aber spät gesehen. Also manchmal fügen die sich sehr gut in die Umgebung ein. Weiß auf weiß. Weißer Bär auf weißem Hintergrund. Die Stelle ist echt komisch. Es fällt mir jedes Mal schwer, da wegzukommen. Da ist es. War mir jetzt nicht mehr sicher, welches es genau war. Aber das ist der Bär, den ich vorher gemeint hatte. Richtig gemein. Und hier ist gleich der nächste. Nur noch einer. Und noch viel Level vor uns. Das macht Hoffnung. Und das ist er. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Alter, hör doch auf. Please. Alles klar. Das war eine einfache Aufgabe. Zumindest, wenn man den einen unter dem Pinguin schon gefunden hatte. Sonst wird man hier wahrscheinlich vielleicht ein bisschen wahnsinnig, könnte ich mir vorstellen. Ich laufe hier mit dem Schwimmreif durch die Eiseskälte. Bin auch so ein Held. Juhu, Becherbär gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Oh yeah. Blumen zaubern jeden mein Lächeln auf das Gesicht, Mann. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Ich sag dir, das wirkt Wunder. Ich will nicht wissen, was du für Blumen zu dir nimmst. Ich hab noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes, ein Servierboot. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll, aber ich brauch's unbedingt. Ich hab's auf der Rückseite der Pirateninsel gesehen, ja. Eigentlich ist es ein Tablett. Einfach mit einem Ei abwerfen. Ja, und das habe ich nämlich da abgeschossen, wo ich die Zeit verdödelt habe, auf der Schnuffelchensuche. An das erinnere ich mich genau. Warte. Mist! Er hat überlebt. Kann das nur passieren? Was für ein Fauxpas. So, jetzt hier, Vordergrundschiff. Bamski. Der hatte nicht mal mehr Zeit zum Schreien, weil ich ihn direkt getroffen habe. Oh Gott, ich bin so ein Lappen. So, weiter geht's. Schade, dass man das Schiff nicht beschleunigen kann hier, indem man in das Segel hineinbläst. Ich bräuchte ein Korok-Blatt, um das ein bisschen zu beschleunigen. Da hinten ist es auch schon. Kann ich es auch von hier abwerfen? Nein, kann ich nicht. Ich muss mich etwas annähern. So weit kann Yoshi nicht ballern. Wow, das war knapp. Aber mein Schwimmring ist eine unzerstörbare Macht. Okay, vielleicht hätte ich es doch von vorne abschießen können, wenn ich diesen unteren Teil anvisiert hätte. Da haben wir das Servierboot. Es gibt ja solche Services, wenn man sich draußen auf dem Meer befindet. Dann kann man sich eine Pizza bestellen und die wird dann auf so einem kleinen Boot geliefert. Ist zwar dann schon kalt, aber die Idee ist cool. Juhu, Servierboot gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Ich hab noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes. Schneemann. Was willst denn du mit einem Schneemann am Strand? In einem Level mit schwimmendem Eis habe ich einen Schneemann gesehen. Jetzt wird er sogar noch poetisch. Einfach mit einem Ei abwerfen, Mann. Okay, die machen wir noch. Dann haben wir 3 von 6. Das ist eine gute Quote. Hier, Schneemann. Ja, der ist ja auch leicht zu finden. Warte. Yep. Da kann ich mir sogar den Xillebo-Ball sparen. Das ist ein echt hübscher Schneemann. Das muss man ja so sagen, wenn sich Kinder angestrengt haben und irgendwas gemalt oder gebaut haben. Sieht supi aus. Juhu, Schneemann gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Ich wage es kaum auszusprechen, aber ich hätte tatsächlich noch Lust, mehr von den Dingern zu machen. Ich benötige Folgendes. Octopus Captain. Auf der Pirateninsel gibt es Octopus Piraten. Ihr Captain ist auf der Rückseite. Da versteckt er sich. Einfach mit einem Ei abwerfen. Ja, aber echt, Mann. Ich mach da jetzt einfach weiter. Ich finde das gerade extrem klasse. Solange es nur diese einzelnen Souvenire sind, die sind so schnell gemacht. Prima.
Ja, der war jetzt fast ganz am Ende. Musste die komplette Schiffsfahrt nochmal mitmachen und unzählige Scheigeis zernichten. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, Barrikarton. Yo, Octopus-Captain gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes. Palminsel. Was bitte macht eine tropische Insel auf der Rückseite eines kalten Meeres, Mann? Das beschäftigt mich total. Einfach mit einem Ei abwerfen. Da muss ich jetzt gestehen. Die sagt mir gar nichts. Warte. Die ist auch wieder ausgeschwärzt. Wie dreist. Egal, ich werde sie trotzdem irgendwie finden. Ui. Ich glaube, das ist sie sogar schon. Ja. Tja. Es ist zwar eine Tropeninsel mit Palmen, aber sie ist komplett zugefroren. Deswegen ist sie mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen. Dann ist sogar nur noch eine Suche übrig, wenn ich mich nicht verzählt habe. Stimmt's? Juhu, Palminsel gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Juhu! Ich habe noch eine Bitte, Mann. Ich benötige 5 Cheap Cheeps, oh yeah. Bei der Pirateninsel gibt's viele davon. Also keine echten. Sie sind nur gebastelt. Einfach mit einem Ei abwerfen. Wie jetzt? Die sind self-aware? Die wissen, dass sie nur aus Pappe bestehen? Das ist sehr gruselig. Oh Gott, irgendwas juckt in meinem Nacken. Und zwar wie verrückt. Aber dafür gibt's jetzt auch einen Cheep Cheep. Es macht immer so schön müde, diese Kunstgewerksuche. Ich glaube, ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr. Nachdem ich das gemacht habe. Zack. Haha, du entkommst mir nicht. Ach so, das muss ich jetzt auch nochmal machen. Stimmt. Ach so. Doch nicht. Ich hätte mir die Schiffsteile sparen können. Der letzte Cheep Cheep ist genau hier. Sehr freundlich. So ist man das ja gar nicht gewohnt. Aus den ganzen Sachen fällt es mir jetzt schwer, eine Geschichte zusammenzubasteln. Ist überhaupt ein sehr fadenscheiniger Typ, dieser Barrikarton. Yo, Cheep Cheep gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Mir sind die Gefallen ausgegangen, um die ich dich bitten könnte. Kommt vor. Kann man nichts machen. Peace. Ey, cool, du hast alle Grinseblumen in Heiß-Kalt-Inseln gefunden. Prima. Dann wird die Welt tatsächlich noch abgeschlossen in diesem Part. Das ist ja der Hammer. Dann geht's beim nächsten Mal weiter mit der letzten Welt auf diesem unteren Pfad. Und ich kann gar nicht richtig erkennen, was das ist, aber es scheint mit Eis weiterzugehen. Sehr interessant. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch, und dann sehen wir uns da wieder. Bis dann. Ciao.